Nee, den brauchst du nicht mehr abschließen. Wer den klaut, der muss bescheuert sein. In der Kleinstadt bei Wuppertal lebt Familie Rehtanz. Die junge Familie ist zu viert. Papa Markus, Mama Jessica und Nesthäkchen Lina. Eigentlich eine glückliche Familie. Doch die Geburt ihres Sohnes Luca vor 2,5 Jahren hat ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Luca ist schwerst behindert, hat dauerhafte Krämpfe und benötigt eine ganze Batterie von Geräten und Medikamenten. Also er hat sehr Probleme mit dem Schleim. Also er verschleimt so schnell, dann geht er mit der Sauerstoffsättigung runter, braucht Sauerstoff. Es kann sein, dass er dann blaue Lippen bekommt oder ein blaues Gesicht. Und es war auch schon mal so, dass er 3 Liter Sauerstoff hatte und der Sauerstoff nicht bei ihm angekommen ist durch den Schleim. Und dann mussten wir einen Krankenwagen rufen. Schnelle Fahrten in die Klinik, unmöglich. Das Familienauto ist zu klein und Schrott. Schon eilt Dee zur Hilfe. Bin ich hier richtig? Yes. Rehtanz, Markus, hi Dee. Ganz genau, moin moin. Ihr habt gerufen, ich bin da. Ja, perfekt, super. Möchtest du reinkommen? Gerne. Moin. Die Chefin im Haus. Genau, das ist meine Frau Jessica. Jessica, hallo, wen haben wir da? Unser kleiner Kämpfer, das ist der Luca. Der Luca, den hat's hart erwischt, wa? Ja, den hat's richtig hart erwischt, das kann ich dir wohl sagen. Mehrfach schwer behindert ist er. Aha, wie kommt's? Ja, im Endeffekt ist es ein Gendefekt. Woher der kommt, kann uns keiner beantworten. Also, du brauchst aber auch ganz schön Kraft, ne? Ja, ohne Pflegedienst ist es nicht machbar. Gar nichts mehr. Nee. Komm, lass mal hinsetzen, wir haben, glaube ich, ein paar Sachen zu besprechen. Auf jeden Fall. Also im ersten Moment dachte ich, ihr seid zu viert. Ja, sind wir auch. Unsere Kleine ist jetzt aber ins Land der Träume entschwunden. Ach so, die macht gerade ein bisschen Pause. Genau. Und die ist topfit. Die ist topfit, keine Probleme. Was haben wir da auf dem Zettel? Ein Schrotthaufen, der es für uns einfach nicht mehr tut. Nicht verkehrssicher, überall am Rosten, keine Bremsen. Ein Fahrersitz, der Gurt löst sich. Was ist das für ein Auto? BMW 318. BMW, ich meine, da schwören doch viele drauf. Ich habe mal gehört, dass die Damenwelt total auf BMW steht. Stimmt das? Ja. Magst du? Ja. Okay, aber der bringt's nicht mehr. Nee. Da geht nichts mehr. Gar nicht. Was braucht ihr denn jetzt für einen Wagen? Ihr seid zu viert, der Kurze hat Probleme. Richtig. Die Kleine wird größer. Die Kleine wird auch größer, richtig. Er braucht im Endeffekt viel Equipment, Sauerstoffgerät, ne, die Pulle, die da steht. Er hat ein Absauggerät, man muss immer reagieren können. Rollstuhl, nicht klappbar, kommt bald, muss irgendwo reinpassen. Okay. Dementsprechend viel Kofferraum. Also das heißt, ein Kombi müsste schon mal sein oder größer? Kombi oder größer auf jeden Fall. Mit einem kleinen Wagen kommen wir nicht mehr weit. Nee, nee, nee. Ja, und ansonsten sind wir eigentlich ganz zufrieden, wenn er eine Klimaanlage hätte. Weil er hat Anpassungsschwierigkeiten mit den sommerlichen Temperaturen. Du, das hört sich schon mal ganz schön happig an, ne? Hast du nicht was gespart? Habt ihr was beiseite gelegt? Gar nichts. Wir haben Umzug alles aufgebraucht. Unser ganzes Budget. Umzug? Also die Wohnung muss jetzt auch verlassen werden. Genau. Die Wohnung muss verlassen werden. Aber jetzt pass auf, eine Frage noch. Ihr braucht jetzt nicht noch einen Wagen für einen Umzug und dann der nachher noch. Oder das wäre jetzt nicht das Allerschlechteste, weil selbst dafür reicht das Geld nicht. Lass mich raten. Lass mich raten. Der? Ja. Was ist das denn? Ja, Auffahrunfall. Ne? Einer hat mich auf den Vordermann draufgeschoben. Dementsprechend sieht er halt auch von hinten aus. Ne? Ach so, vorne, ach so, hinten Kontakt gehabt und dann vorne reingepresst. Genau. Hier, starke Spachtel, Sprühdosenrestaurierung, da Rost, Schweller durchgefault. Genau. Radlauf durchgefault, Akne, Pickel, Delle, Kratzer. Rücklicht eingeknickt, hier kompletter Schaden. Ist auch noch feucht von hinten, von innen. Ja. Auch. Soweit ich weiß, ja. Ich habe noch nicht hinten reingeguckt. Wie du hast? Ich habe seit Monaten nicht mehr da hinten reingeguckt. Da liegen nur die Sommerslicks drin. Du guckst nicht in dein Auto rein? Nein. Nein. Also du hast damit abgeschlossen? Ich habe damit abgeschlossen. Kannst du aber auch mal. Ja, ich kann dir jetzt gerne auch mal von innen zeigen. Ja. Jo, ZV. Innenausstattung zerrissen, Schalter ist es, 5-Fang haben wir drin. Ganz ehrlich, du, mit dem Bums vorne hinten und hier, wenn das so aussieht, so, da ist so, die ganzen Fransen schon raus und dann vergammelt und machen wir Haube auf. Hat die Versicherung jedenfalls gezahlt? Ja. Da gab es ein paar Taler. Ja. Und wo sind die?
schon aufgebraucht. Auch ist da weg. Da war, ja. Nicht mehr. So, Motor ist ja sauber. Ach, hör auf! Ja. Du musst auch mal Ölwechsel machen. Ich Oder denke, der ist schon ein bisschen was, ja. Das Öl ist ja gar nicht mehr flüssig hier. Das sind ja nur noch Brocken. Also was auch noch ein Oberhighlight bei diesem Sondermodell ist, diese abnehmbare Handbremse. Zum Beispiel sowas, ne? Ja, wie? Wegfahrsperre, kein Thema, ne? Ich baue ein Teil ab, steck mir das in die Buchse, da kam keiner mehr bei. Mm-mm. Nee, den brauchst du hier nicht mehr abschließen. Wer den klaut, der muss bescheuert sein. Guck mal das Lenkrad an. Hier. Guck, guck. Einmal Service, vorne, hinten bitte. Ja, hallo. Date. Hey. Abdul. Hey. Alles klar? Ja, sicher. Du willst jetzt nicht falsch investieren, oder? Ja, warum nicht? Ja, was willst du damit? Fahren. Aber da bist du nass. Und ich habe was für dich dabei. Da bleibst du trocken. Oh. Komm mal mit. Okay. Zeig dir was. Pass auf. 3er BMW, 1,8er Maschine. Motor läuft noch gut, Schaltung ist korrekt. Ne? Okay. TÜV ist noch drauf. Ein paar Kleinigkeiten hat er, das weißt du, das siehst du, du kennst dich ja auch aus, ne? Ja, so ein bisschen. Schwellerbereich. Ja. Er hat noch ein paar Monate, ne? Also ist noch nicht ganz vorbei. Lange. Okay. Ja, guck ihn dir ruhig an. Also komplett ist er, vor allen Dingen, ne? Schiebedach leckt nicht durch, Auto ist trocken. Kannst ruhig mal die Haube aufmachen. Oh, scheiße. Das ist hier gerade noch was verrutscht. Pass auf. Auch noch? Ja, das ist jetzt hier so ein altes Leiden. Der hat mal einen auf die Nase gekriegt. Ich meine, was soll ich hier noch verschönern? Ich meine, das ist, wie es ist. Ne? Rechts. Hier, guck mal da. Siehst du das? Das ist das Einzige an dem Auto, was gut ist, ja? Nee. Lichtmaschine ist halt erneuert worden, ne? Das sehe ich. Du, wenn du für so ein Ding, sag ich mal, 500 rausziehst, haben wir doch einen guten 500? Tag, 500? Ja, oder wie jetzt? Kommen wir nicht klar, Date. Ja, wieso kommen wir da nicht klar? Nee. So, sag was dazu. Läuft gut. So, ne, hier, Sensor haut noch hin, blödert nicht. Okay. Das Motörchen hat jetzt 230.000 runter, ich sag mal, die ganze Karosse auch. Ah, okay. Aber 500 ist viel, Date. Ja, weil willst du dann rauslegen? Hä? Sag was. 200. Keine Chance. Du, da kann ich die Lichtmaschine rausnehmen. Natürlich hinten die Gummi. Ich kann dir dafür nicht 500 nehmen. 500 willst du nämlich haben, wenn du wieder weiter drückst, ne? Oder schlachtest du ihn? Eher Schlacht. Ja, ist ein Schlachtwagen für dich. Ganz ehrlich, sehe ich genauso. Dafür kann ich nicht 500 geben. Ja, dann sagen wir jetzt 400. Dafür hast du auch noch eine Rostblase. 300 bin ich dabei. Oder wir lassen es. 300. Ansonsten. Also früher konnten wir mit den Türken auch bessere Geschäfte machen. Ich meine, BMW, 3er, 1,8er, ich meine, ist doch alles klar, oder? 350 willst du? 300. Du, ich bin hier extra hergefahren. 300 ist gut. Dann meldest das Ding aber ab. Ich melde das ab, versprochen. Hand drauf. 300. 300. Papiere für dich. Guten Tag. Hallo. Es gibt Neuigkeiten. Sehr schön. Alle zu Hause? Hi, Dave. Jawohl. Na? Ich bin im Bett. Ach so, jetzt ist andersrum, ne? Genau. Da, du Quarktasche. Hast du gute Laune? Ja, so ein bisschen. Ja, bei mir ist die Laune verhalten. Aber vorab. BMW ist passé. Perfekt. Das Ding ist weg, den werden wir auch, glaube ich, nie wiedersehen. Gott sei Dank. Hieß es sich auch so. Das nächste Problem ist, das, was ich gut finde, da kommen wir nicht ran. So, jetzt heißt es Geld machen. Dass man natürlich hier jetzt nicht mal irgendwie noch die Bilder von der Wand reißt oder den Fernseher verkloppt, das verstehe ich. Also man muss was anderes einfallen lassen. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Euer Junge. Ne? Starker Schicksalsschlag. Habt ihr schon mal mit Stiftung Kontakt gehabt? Ja, mit Stiftung hatten wir schon Kontakt. Haben die auch schon mal was rausgelegt? Das noch nicht. Das noch nicht? Aber das kann man ja ändern. Ja, das wäre super, wenn das mal hinkloppen will. Also, what? Moment, Achtung. Siehste. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Stiftung anhaut und sagt, pass auf, wir brauchen ein Fahrzeug, wir kommen nicht mehr über die Runden, der Junge muss zum Arzt, du musst den Haushalt führen, fertig? Ja. Dann kann man vielleicht auch erwarten oder hoffen oder mal bitte und danke sagen, dass da ein bisschen was rumkommt, weil ich brauche jeden Cent. Ne? Noch eine weitere Aufgabe. Neben einem neuen Fahrzeug muss er sich zusätzlich um ein Kinderzimmer kümmern. Markus recherchiert sofort nach Stiftungen und Det will mit verschiedenen Möbelhäusern telefonieren. Gleichzeitig plant er einen Zwischenhandel, um Geld in die leere Kasse zu spülen. Dabei spielt ihm der Zufall in die Karten. Machen wir. Ich komm rum. Danke. Bis gleich. Ciao.
Na? Nee, ewig gewartet? Nee, ne? Geht. Nein, geht. Wunderbar. Das ist die Kiste von deiner Mutter. Das ist der Kandidat. Wo sind die ganzen Macken? Ach, mal hier und da. Kennst du das ja, ne? Hier wenn Mutti mit dem Auto fährt. Ach, jetzt gehen wir erstmal ein paar Sachen durch. Gerne. Das Dach fährt sauber ein. Und da gibt es da Probleme. Die haben öfter mal eine Krankheit, dass der E-Motor verreckt. Dann klappt das nicht richtig auf. Ist ja elektrisch. Und dann haben wir Probleme. Mach das bitte einmal auf. Ja. Du, was hier da auf hat gebrochen? Ach Mensch. Tja. Das macht die Sache nicht leichter, ne? Was hat er jetzt runter? Keine 100.000. Das hört sich schon mal gut an. Welcher Motor? Das sind 90 PS. Mann, ist der versaut. Wenn die Dinger immer nur draußen stehen, ne? Hier sind wir nicht in den USA oder hier irgendwie bei immer 30 Grad. So, jetzt schließ bitte sauber ab. Daumen drücken. Passt. Super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, mach gleich mal Haube auf. Lass laufen. Gerne. Lass laufen. Läuft der sauber oder ruckelig? Ist der was oder lasse ich das? Kannst ruhig rauskommen. Ach so. Wenn ich mich schon bücken soll, dann sollst du auch wissen, was hier alles los ist, du. Natürlich. Vom Laufen ist okay. Tanzt der Deckel. So, rotzt er ab. Nee, das ist in Ordnung. Das geht klar. So, was hast du hier? Wasserpumpe habt ihr mal investiert. Das sieht noch gar nicht so alt aus. Ne? Ansonsten, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Sind die Bremsen fertig? Ist da irgendwas am Schaben, am Klötern? Ist die Achse ausgeschlagen? Also, ich bin den Wagen bis hier hingefahren. Ja. Und habe eigentlich nichts gemerkt. Wie viel Hand ist das jetzt? Das ist, Mutti ist die zweite. Okay. Also, wenn man etwas Schickes anbieten will, dann muss man auch einen guten Pflegezustand haben. Und da ist er, glaube ich, noch meilenweit von entfernt. Also, ich meine, von innen hat er schon, ja, ein paar Kampfspuren, die sich von außen widerspiegeln. Wie eine Delle, wie ein Kratzer, wie ein Patzer. Was ist das denn hier? Jetzt geht's gar nicht weiter. Oh Gott, ja, können wir gleich die Lenkung checken. Knackt es? Nee, geht noch. Rückwärtsgang. Kupplung auch noch in Ordnung. Ja, haben wir einen guten Druckpunkt. Zum Glück läuft die Maschine sauber. Und? Ja, also ich sag mal so, von dreieinhalb ist er meilenweit entfernt, ne? Das krieg ich nicht hin. Ich hab's befürchtet. 3 Mille, ja. Wenn's gut läuft. Ich erkläre dir das auch. 3,5 ist zu weit weg. Mhm. Der ist von innen dreckig, von außen versaut. Natürlich will ich mich auch bücken, muss natürlich auch sehen, wo ich bleibe. Das ist so. Ja, klar. Ne? Ich versuche, auf 3 Mille zu gehen. Alles Weitere ist natürlich on top. Mit 3 bist du dabei, alles andere kann ich mir so gesehen einverleiben. Das ist deins. Da ist eine Hand drauf. Da ist eine Hand drauf. Moin. So, hallo. Steht. Mike. Hi, Mike. Guten Tag. Und wen haben wir da? Daniel. Hi, Daniel. Ihr seid das super gespannt. Ja. Kommt mal mit. Das ist der Tigra. Ja. Ist ja Kleinwagen, ne? Ja. Mein Problem ist Zeit und Geld. Kennst du das ja, ne? Ja, ja. Kennt ihr euch aus mit Tigra? Wart ihr schon mal in den Ecken? Ja. Ist ein bisschen versaut. Guck mal hier, ne? Das muss raus. Der Sitz sieht nicht mehr so besonders aus. Ja. Und wenn man das Verdeck, sag ich mal, also wenn man das Dach wieder einfährt, dann siehst du unterhalb auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, der stand nicht in der Garage, der war unterm Baum, ne? Ja. Und der muss wieder so aussehen, der muss richtig blitzen, weißt du? Machen wir. Kriegt ihr das denn hin? Ja. Das und wieder habt ihr alles dabei? Alles haben wir dabei und das Auto machen wir wieder wie neu. Ja, super. Ja? Ja, sag ich mal, hier mit? 150 Euro. 150? Ja. 150? Ja. Also innen, außen, innen, außen und untere Haube? Ja, machen wir auch. Macht ihr auch? Ja, machen wir auch. Okay, ich sag mal so. Das muss richtig brummen, muss okay. Das muss richtig brummen. Gut. So, jetzt bin ich hier in Lüdenscheid und hab den Markus mit seinem Schwager zum größten Möbelhaus bestellt. Ja, was soll das? Der Umzug steht vor der Tür. Luca braucht ein vernünftiges Zimmer. Der muss sich ein bisschen wohler fühlen. Ja, ich weiß, dass das viel Geld kostet, aber jetzt müssen wir erst mal schauen, wo liegt man überhaupt. Da seid ihr ja. Ja, moin, Diet. Pünktlich wie die Maurer. Wie die Maurer, hi. So, wollen wir reingehen? Ja, gerne. Weißt du, worum es geht? Eigentlich noch nicht. Erzähl mir was. Ich aber. Komm. Moin. Hallo, Date. Ich bin Date, genau, richtig. Das ist der gute Markus. Ne? Hallo, mein Name. Hallo. Willkommen bei XXXL. Wir haben ja schon mal gesprochen. Der Fall ist so, ne? Der gute Mann muss umziehen. Und er hat natürlich auch einen Sohn. Ne? Den hat sich ganz so gut erwischt. Und dafür müssen natürlich noch ein Kinderzimmer her. Ne? Okay. Und die Not ist gerade groß und die Kassen sind leer. Beides, ja. Siehste, das ist leider so. Ne? Wir müssen erstmal einen Eindruck verschaffen. Ja, was ist ein vernünftiges Kinderzimmer? Was kostet ein vernünftiges Kinderzimmer? Habt ihr so ein Kinderzimmer da? Natürlich. Ich zeige euch die unterschiedlichen Kinderzimmer. Ja. Und da werden wir schon das Richtige für euch finden. Ja, super. Vielen Dank. Ja, das finde ich gut.
Das finde ich gut. Ist das hier alles so ein Komplettding? Das ist ein komplettes Babyzimmer, ne? Ja, also, das wäre dann so gesehen die Wickelkommode, das Bettchen, der Schrank. Ist das hier auch noch mit dabei? Ein Regal? Das Regal ist also auch dabei. Alles, was ich hier sehe, ne? Richtig. Das ist ja so gesehen, ja, kompatibel. Das sieht ja ganz vernünftig aus. Ja. All inclusive. Was kostet so? Es liegt so bei knappen 1200 Euro. Das war astronomisch. 1000 Euro ist eine unglaubliche Summe. Viel zu hoch gegriffen für mich. Fast ein Monatslohn, das könnte ich nie im Leben selber stemmen. Okay. 1200 Euro halte ich erstmal so fest. Und ein bisschen kommt ihr mir entgegen, das heißt, ein Tausender muss man sich strecken, ne? So ungefähr? So ungefähr. Verdammt nochmal. Das ist heftig. Und was Günstigeres ist meist was Schlechteres? Auf jeden Fall. Ein herber Rückschlag. Det hat noch keinen Cent dazu verdient. Wo soll er jetzt die weiteren 1000 Euro für das Zimmer hernehmen? Wir müssen uns mal unterhalten. Also, der Umzug steht vor der Tür. Das kostet Geld. Oh ja. Luca kann sich einfach auf den Teppich legen und sagen, hier, gute Nacht. Auf jeden Fall nicht. Das geht nicht. Also nein, muss ein Kinderzimmer her. Ich meine, wir haben jetzt ja so schon einen guten Preis bekommen. Auf jeden Fall. 1000 Euro, ich habe auch gedacht, das ist günstiger, aber letztendlich, weißt du, da ist ein Schrank bei, alles, das ganze Palette, also und sofort lieferbar. Ja, ja. Das ist wichtig, ne? Wir haben keine Natürlich. Zeit. Natürlich, gar keine. Ich meine, das Kinderzimmer ist top. Gefällt mir sehr gut. Und ich denke mal, dem Luca tut's auch gut. Preisig ist er mir schon entgegengekommen. Ich ging jetzt bei 1000 Euro. Das ist aber so eine Stange Geld. Ich brauche das Geld auch für das Auto. Natürlich habe ich gedacht, Mensch, eben so ein Bett, Kinderbett, ja, das ne, kriegst du auch für schmale Kasse. Ist ja nicht so groß, ja, Pustekuchen. Auch für die Shorties wird auch nicht was verlangt. Qualität kostet halt. Ja, Sie sehen, wie wir das klarkriegen. Ich sehe es noch nicht.